So, vielen, vielen Dank für die netten Einleitungsworte und wie gesagt noch einmal herzliches Dank. Die Linux-Tage sind ein Highlight der TU Graz seit so langer Zeit, seit ich mich erinnern kann, und ich freue mich jedes Jahr, wenn sie stattfinden. Und also wie gesagt, großen Applaus nochmal an die Linux-Tage, dass sie existieren und da sind. Dankeschön. Danke. Ja. Okay, und ich glaube, also für die, die es nicht wissen, wir organisieren ja auch jedes Jahr die Game Dev Days, auch in diesen Räumlichkeiten. Und ich glaube, das mit dem Hilfe-Button werden wir euch gleich klauen. Und was ich vor allem auch ansprechen möchte, das ist eigentlich der Talk heute, ein bisschen die Inspiration davon. Also ich glaube, dass die Game Dev Community, wie ist denn alles ein bisschen im Game Development Bereich? Wer entwickelt ab und zu Spiele oder hat Interesse daran? Kurz ein bisschen. Ja, das sind dann schon einige. Wer spielt gern Spiele? Das sind fast alle, sehr gut. Und in dem Talk möchte ich heute ein bisschen aufzeigen, warum ich auch glaube, dass genau heuer und die kommenden Jahre die Zeit sein wird, wo die Open Source Community und die Game Dev Community näher aneinander rücken werden. Weil es ist halt letztes Jahr auch was passiert, über das werden wir auch kurz reden, also ich glaube, ein paar Kicher habe ich schon gehört, was doch ein paar aufgeschreckt hat, was jetzt auch wieder die Popularität von Open Source genau auch in unserer Community angesprochen hat. In dem Talk, ich sag's gleich dazu, das ist eine Mischung aus einem Talk, den ich ursprünglich vor 5, 6, 7, 8 Jahren auf der GDC, das ist in San Francisco, das ist unsere größte Game Developer Konferenz, gegeben hat. Und zwar von mir aus ein sehr motivierendes Thema damals. Aber auch damals bin ich schon auf ein kleines Hoppala gestoßen, was mich nicht so gefreut hat, und über das würde ich eigentlich gerne reden. Das heißt, ich fange mal an mit einer bisschen persönlicheren Geschichte. Damals, das ist ja sicher schon über 10 Jahre her, habe ich sehr viel Spiele gespielt, aber hauptsächlich AAA-Spiele. Immer die gleichen Spiele. Spiele wie Skyrim, Spiele wie GTA, Spiele, die einfach groß sind, bekannt sind, Hauptsache auf der Konsole. Ich habe immer nur Konsolenspiele gespielt. Und die, ja, ich habe eine schöne Zeit gehabt, aber es war immer das gleiche Genre, es war die gleiche Art von Spiel, es war auf die gleiche Art und Weise entwickelt. Und vielleicht auch dazu zu sagen, also ich habe eine Zeit lang bei Electronic Arts gearbeitet, das heißt, ich habe auch ein bisschen eine professionellere Sichtweise auf Spiele gehabt, wenn ich es gespielt habe, das heißt, es war für mich auch immer dieses Job-Ding im Hintergrund. Und natürlich war das aber die Zeit, wo auch die Indie-Szene größer geworden sind. Und wir haben auch in Graz dann einen Verein gegründet zum Support von Indie-Spielen. Und ich stehe da und spiele einfach die ganze AAA-Spiele. Und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich raus aus meiner Komfortzone? Wie fange ich an, die Welt der Spiele vielleicht auch ein bisschen diverser zu spielen? Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, dass wir uns ab und zu mal aus dieser Komfortzone rausdrücken. Und ich habe dann wirklich versucht, eben neue Inspiration, neue Motivation zu finden und habe für mich ein persönliches, privates Projekt angefangen. Und zwar habe ich versucht, Spiele aus der ganzen Welt zu finden und zu spielen, aus jedem Land dieser Erde. Und das ist eine recht große Aufgabe. Das Projekt habe ich dann genannt A Year of Playing the World. Ich habe gedacht, ich kann es in einem Jahr schaffen. Und die Idee war tatsächlich, dass ich versucht habe, also wir haben ca. 200 Länder, dass ich wirklich versucht habe, aus jedem Land irgendein Spiel zu finden und das zu spielen. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe dann versucht, Entwickler, Entwicklerinnen aus Studios zu finden und vor allem auch Game Jam-Spiele zu finden, die in den Ländern entwickelt worden sind. Also wir haben natürlich Länder wie Frankreich, Kanada, ich meine, in den USA, wo ganz, ganz, ganz viele Spiele entwickelt werden. Aber dann haben wir natürlich auch Länder wie Peru oder wir haben ganz viele afrikanische Länder, wo ganz wenig in die Richtung noch passiert und das manchmal gar nicht so zugänglich ist. Trotzdem war ich alles in allem relativ erfolgreich. Eben raus aus der Welt von AAA, rein in die Welt von Indie-Spielen und Game Jam-Spielen. Ich erkläre ganz kurz, was Game Jams auch sind. Game Jams sind normalerweise so Events, wo man sich innerhalb von 48 Stunden, zum Beispiel hier auf der TU Graz machen wir das auch ab und zu, zusammensetzen und Menschen aus der Spielentwicklung oder auch Leute, die ganz, ganz, ganz fremd der Spielentwicklung sind, da reinschnuppern möchten, entwickeln innerhalb von diesem Wochenende ein Spiel zusammen. Und das ist so leicht und möglich,
möglich, weil die eben die Zugänglichkeit von den sogenannten Spielentwicklungstools, den sogenannten Game Engines, viel größer ist. Gut, dann war ich eigentlich extrem glücklich mit diesem Projekt. Ich habe irrsinnig viele Spiele gefunden, viele davon gespielt, habe eine ganz große Diversität von Spielen gefunden. Die Liste ist immer noch online auf A Year of Playing the World. Aber was vielleicht das Spannende ist, also wir sehen, da sind ein paar bekanntere Spiele dabei. Wer kennt zum Beispiel das links unten? Serious Sam, das Spiel aus Kroatien. Das Spiel aus Belgien kennt vielleicht ein, zwei, ja. Dann haben wir ein Spiel aus Pakistan. Wir haben ein Spiel aus, das kennt vielleicht ein paar. A Year Walk, also das Spiel aus Schweden. Und das Spannende daran, Schweden ist eigentlich bekannt für Spiele wie Just Cause. Und trotzdem war die Idee dahinter, wenn ich die Leute gefragt habe, was ist das Spiel, was Schweden repräsentiert, war es stattdessen, ich skippe gleich dahin, ein nicht Just Cause und nicht eines der anderen vielen Spiele wie Wolfenstein, also in Uppsala sitzt ja auch das Studium von hinter Wolfenstein, dem neuen, sondern A Year Walk, was ein Indie-Game ist von einem kleinen Studio und eine kleine schwedische Inspiration aus der Folklore erzählt. Und ja, creepy Game manchmal, ehrlich gesagt, aber extrem inspirierend. Genauso aus, das finde ich auch total schön, das ist Path Out, das verwende ich immer auch gerne ein bisschen als Referenz. Das ist ein Spiel von Abdullah Karam entwickelt, ist eigentlich eine österreichische Produktion und erzählt die Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte von einem syrischen Flüchtling, der 2014 nach Österreich gekommen ist. Das heißt, das sind sehr kleine persönliche Geschichten, dauern oft nur ein, zwei, drei Stunden. Das Spiel, das könnten ein paar kennen, wer kennt denn das noch? Das ist das war tatsächlich von der Technologie und vom Genre prägend damals. Das ist ein Spiel aus 1992 und das Spannende, das ist das Spiel für Frankreich. Frankreich, wo auch Just Dance oder Asterix und Obelix, die Games, Bioshock oder auch Rayman herkommen. Aber trotzdem ist Alone in the Dark, kam übrigens letzten Monat ein Remake raus, das Spiel, was Frankreich oder die Franzosen, die ich gefragt habe, am meisten geprägt hat. Weil das war das Spiel, das sowohl von der Technologie damals das erste, was diesen Polygon-Style umgesetzt hat, und es war tatsächlich das erste dreidimensionelle Survival-Horror-Game 1992. Das heißt, das war technologisch und auch genreprägend extrem wertvoll. Und für mich war das Projekt, das waren jetzt ein paar Beispiele, irrsinnig inspirierend. Also ich hab dann für mich Game Design Insights gefasst, die ich auf verschiedenen Game Development Konferenzen vorgestellt hat. Das heißt, wie kann man gute Spiele entwickeln, die diese Inspiration schaffen. Aber, und deswegen bin ich für diesen Talk hier, ein großes Aber. Viele von den Empfehlungen, die ich gefunden habe, wo ich gefragt habe, welches Spiel aus eurem Land soll ich spielen, waren nicht mehr spielbar. Die waren von der Technologie, von der Zugänglichkeit, war es nicht mehr spielbar. Und das war was mich dann extrem alarmiert hat. Wir haben so eine Menge von tollen, inspirierenden Spielen, die wir gar nicht mehr nach so kurzer Zeit zugänglich haben können. Das heißt, per se, Spiele sind extrem wertvoll. Also ich sehe es ehrlich gesagt als Kulturgut und auch als viele davon auch im Bereich Kultur und Kunst angeziegelt. Und wir sehen dann aber sehr schnell, dass wir diese Spiele innerhalb von 5 Jahren, 3 Jahren, manchmal sogar nach einem Jahr gar nicht mehr spielen können. Also es waren natürlich viele von den Game-Jam-Spielen. Es hat mehrere Gründe gehabt. Also ich habe es mir ein bisschen angeschaut, was waren die Gründe. Oftmals waren sie tatsächlich nicht so gut entwickelt. Das heißt, ich bin ja Informatikerin. Das habe ich dann ein bisschen kritischer gesehen, wenn ich gesehen habe, okay, auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass die Spiele-Engines und die Tools sehr zugänglich geworden sind. Leider war dann das Know-how in der Entwicklung manchmal relativ schlecht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man auf jeden Fall ansetzen muss. Wie kann man trotzdem diese Qualität in der Entwicklung garantieren? Dann Archivierbarkeit ist in der Spielewelt etwas ganz Komplexes. Also wir kennen Archivierbarkeit und Digitalisierung ist per se ein komplexes Thema.
Jetzt muss man sich vorstellen, ein Videospiel. Ein Videospiel, was verschiedene Input- und Output-Devices teilweise verwendet. Das heißt, ich habe schon Spiele gespielt, die hatte man mit einem Sofa spielen müssen. Das heißt, wie kann ich dann so ein Spiel überhaupt archivieren und konservieren? Also wir müssen da auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, wie wir auch diese technische Umsetzung schaffen, trotz der Zugänglichkeit, aber natürlich auch die Archivierbarkeit. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen einen Übergang schaffen in die Demokratisierung der Spieleentwicklung. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr früh gepusht worden ist. Einer von den Game Engines, die das sehr stark gepusht hat, war Unity. Und Unity hat auch immer relativ früh gesagt, wir möchten die Spieleentwicklung allen zugänglich machen. Ich habe auch damals vor 10, 15 Jahren habe ich angefangen, auch Game Engines, eben speziell Unity zu verwenden, dass ich zum Beispiel Art Historians oder Archäologen, Archäologinnen irgendwie vermitteln kann, wie sie Game Engines verwenden können, um digitale Museen und digitale Ausstellungen zu verwenden. Das heißt, ein bisschen clicky, droppy und man kann eine schöne digitale Welt schaffen. Gut. Aber das kam natürlich auch mit ein paar Schwierigkeiten. Das heißt, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, wie war die Spieleentwicklung ursprünglich konzipiert? Kennt das Gerät noch jemand? Kennt jemand die Referenz? Das ist, da waren jetzt zwei Hände oben. Mit sowas ist zum Beispiel das Original Doom oder Wolfenstein entwickelt worden. Das ist so ein bisschen die Geschichte auch der Spieleentwicklung. Das waren dann die ersten First-Person-Shooter-Games, die von id Software damals und Romero und Carmack entwickelt worden sind. Und damals war es halt relativ schwierig und unzugänglich, Spiele zu entwickeln. Man hatte gute Programmierskills braucht, man hat natürlich Zugang zu den Maschinen braucht und alles in allem was, dann hat man dann nach ewiger Zeit vielleicht ein fertiges Spiel gehabt. Und wie kriegt man das an die Menschen? Das war dann der nächste Schritt, Distribution. Das hat sich alles radikal verändert. Auf der einen Seite durch die Spieleentwicklungstools, die Engines wie die Unreal Engine oder Unity, die einfach viele, viele Funktionen zusammenfassen, dass wir schneller und leichter gute Spiele entwickeln können. Auf der anderen Seite, ein ganz großer Schritt war Steam. Steam und andere sogenannte Verteilungs-Distribution-Plattformen, dass wir die Spiele auch an das Volk bringen quasi. Früher war es halt schwierig, weil man hat CDs braucht oder Disketten, die haben dann irgendwie zu Saturn und Co. gehen müssen. Jetzt ist es nicht leicht. Ein paar Klicks. Und dann habe ich mein Spiel in einem dieser Stores und kann von allen Menschen dieser Welt gespielt werden. Und das war halt wirklich auch immer so die Grundmotivation von Unity selbst. Schon 2005, die ersten Interviews waren immer in Richtung, wir möchten Spielentwicklung demokratisieren. Und das ist per se ja auch gut, weil wir dann diese Vielfalt von den Spielen, die ich vorher gezeigt habe, überhaupt sehen können. Das heißt, nicht nur ein Pro-Tech-Team wie hinter id Software kann Spiele entwickeln, sondern Spieleideen können von Philosophen, von Künstlerinnen, von Archäologinnen, von Menschen von ganz unterschiedlichen Disziplinen entwickelt werden. Und diese Vielfalt sehen wir auch in den Stores und das ist gut so. Was vielleicht nicht so toll ist, ist das. How to make a publish a game in 4 hours, habe ich gesucht. Dann, ja, das erste Video war ein bisschen enttäuschend, da hat es nämlich geheißen, ich brauche 48 Stunden. Das zweite war schon ein bisschen besser, in 1 hour. Das dritte in under 1 hour. Das vierte war schon dann, how to make a game in 10 minutes and then publish it. Das heißt, wir sind umgeben von Tutorials und von Ideen, dass wir Spiele super schnell entwickeln können. Wir können lernen, Spiele zu entwickeln und wir können sie dann sofort publishen mit diesen Tutorials, in teilweise 10 Minuten, sagen wir 4 Stunden. Und das ist natürlich was schrecklich ist. Das ist dann more of the same, das ist eigentlich etwas, was sehr schnell reproduziert wird, was weder diese technische Qualität, die ich angesprochen habe, inkludiert, noch eine Kreativität, noch eine Eigenkreativität. Und das hat natürlich auch die Spielerindustrie verändert. Wir sehen, dass es wie viele
Steam ist, glaube ich, eine der bekanntesten Game-Distribution-Plattformen, wo wir alle unsere PC-Spiele runterladen können, kaufen können. Und was wir sehen ist, dass es, da hat es auch einen Punkt gegeben, wo das Veröffentlichen von Spielen bei Steam leichter und billiger geworden ist. Das war zu der Zeit. Aber wir sehen einfach einen konstanten Wachstum. Wenn ich jetzt ein Indie-Development-Studio habe oder ich bin Indie-Developer und habe jetzt ein Spiel entwickelt und habe 1 bis 4 Jahre, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre an dem gearbeitet, mein Herzblut da reingesteckt und dann veröffentliche ich es, habe Hunderttausende Euro vielleicht privat finanziert da reingesteckt und dann ist der Tag X gekommen, an dem ich mein Spiel veröffentliche. Und dann kommen gleichzeitig 100 von diesen Spielen, dann ist es natürlich schwierig für die Spielindustrie und vor allem für die Indie-Szene. Die Indie-Szene ist eigentlich eben dieser Counteract zur AAA-Szene. AAA kann man sich vergleichen mit den Film-Blockbustern, das heißt wirklich große Produktionen, große Publisher dahinter, viel finanzielle Möglichkeiten. Indie-Entwickler sehe ich, wenn ich in die Runde schaue, auch ein paar in dieser Runde. Oft Einzelpersonen, kleine Teams, die versuchen recht coole, andere, kreative, dynamische Ideen an die Welt zu bringen, die dann leider eventuell untergehen. Gut, dann gab es letztes Jahr eben auch um Unity per se ein bisschen einen schwierigen, sagen wir Hoppala oder sagen wir Skandal dazu. Unity hat das Pricing-Modell verändert. Das heißt, Unity hat jahrelang daran gearbeitet, dass es die Game Engine wird für uns, für die eine der meistverwendetsten Game Engines. Jetzt frage ich mal in die Runde, wer hat schon mal Unity verwendet? Egal ob für Games oder für was anderes. Das sind jetzt circa 50% in diesem Raum. Und die Idee war immer, dass das zugänglich ist, dass es günstig ist oder gratis für Leute, die in diesen Bereich einsteigen wollen. Also wirklich Fokus auf Zugänglichkeit. Per se gut. Das heißt, sehr viele haben sehr viel Hoffnung, sehr viel Vertrauen in diese Entwicklung gesetzt, in diese Game Engine. Und was letztes Jahr passiert ist, dann haben sie das gesamte Pricing-Modell, das ganze Business-Modell umgestellt in ein Modell, was, also es hat ein paar Schwierigkeiten mit dem Modell gegeben, aber unter anderem, dass die Entwickler für jedes Mal, wenn ihr Spiel gedownloadet wird, zahlen müssen oder installiert wird, zahlen müssen. Was kann da schon schief gehen? Also wir kennen vielleicht die Review-Bombings, also wenn jemand ein Game-Studio nicht mag oder ein Spiel nicht mag, gibt es sogar die Review-Bombings. Das bedeutet, dass man dann lauter negative Reviews auf Steam von tausenden Menschen, die sich auf Reddit zusammensammeln, zusammenraffen. Dann waren schon die Ideen von, okay, Install-Bombing. Das heißt, wenn ich eine Spielefirma bankrott machen möchte, vielleicht eine Einzelperson, einen Indie-Entwickler, ja okay, dann laden alle gleichzeitig oder installieren alle gleichzeitig dieses Spiel wieder und wieder und wieder. Dann kommt man in einen irrsinnigen Schuldenfall, also absurdes Businessmodell. Und da hat es dann einen ziemlichen Aufschrei von allen Entwicklerstudios gegeben. Die Unity auch gerade zu diesem Zeitpunkt, vielleicht auch kurz vorm Release, nach jahrelanger Arbeit von diesem Spiel kurz vorm Release gestanden sind. Und da hat es einen kleinen Aufschrei gegeben. Das sind ein paar von diesen Twitter-Posts. Das sind vielleicht ein paar mehr von den Twitter-Posts. Dass man sieht schon eine Tendenz, dass das vielleicht nicht so gut ankommen ist. Dass dann auch eine schöne Twitter-Seite dazu, Ex-Seite dazu geben. Game Studios disappointed by Unity. Wo es einfach nur noch gesammelt worden ist, wie viele Leute dann tatsächlich umgestiegen sind. Und Unity per se hat in der Vergangenheit ein paar nicht so, sagen wir mal, mittelkluge Entscheidungen getroffen. Wenn wir uns zum Beispiel das Bild anschauen, wer weiß denn, mit welcher Game Engine Fortnite entwickelt wird? Das sind einige. Das ist die Unreal Engine. Ori and the Blind Forest kennen wahrscheinlich auch die meisten. Wer weiß, welche Game Engine da dahinter steckt? Das sind, okay, unsere drei Game Dev Days Teammitglieder. So, Fortnite
starte ich Fortnite. Das ist ein riesiger Splash-Screen, made by Unreal Engine. Ori and the Blind Forest, österreichische Produktion, super bekanntes Spiel, Microsoft, Startbildschirm, steht nicht, mit welcher Spiele-Engine das entwickelt worden ist. Und da war so ein kleines Denkhoppala, weil Unity war immer bekannt als die zugängliche Engine, die für uns alle, wenn wir Spielentwicklung starten wollen, wenn wir kleine Spiele entwickeln wollen, war Unity der Place to go. Und das hat Unity klug oder nicht klug gemacht, weil wenn wir eine Gratis-Lizenz verwendet haben, eine Educational License oder eine Gratis-Lizenz für kleinere Studios und unter einem gewissen Umsatz waren, dann haben wir Made by Unity Logos am Anfang am Splash-Screen verwenden müssen. Bei Unreal Engine war es genau umgekehrt. Die Gratis-Version, also keine professionellen Entwicklungen gemacht haben noch, sondern die Gratis-Version genutzt haben, die haben Made by Unreal Engine nicht verwenden dürfen. Nur die richtig tollen, schönen, polished Versionen, da steht dann ganz groß am Anfang, this wonderful polished game is made by Unreal Engine. Und hier bei den polished games steht nichts dabei, bei Unity, nur bei den Indie-Spielen, Game Jam-Spielen, Student Games, das heißt so auch viele Testspiele, da steht dann dabei Made by Unity. Und da hat sich halt Unity selbst ein bisschen einen Ruf baut, ob das klug war oder nicht. Also sie haben es inzwischen jetzt mit heuer umgestellt, dass es auch genau umgekehrt ist, aber dass sie eben die Game Engine für Indie-Development, für Learning und so weiter sind. Und mit diesen ganzen Änderungen, die kommen sind, mit dieser großen Enttäuschung, die letztes Jahr passiert ist, sehen wir, dass sich einiges auch in den Köpfen der Entwicklerinnen verändert hat. Die GDC, das ist die größte Spieleentwicklerkonferenz jedes Jahr, gibt jedes Jahr einen State of the Game Industry Report raus. Da fragen sie Entwicklerinnen von der ganzen Welt, was werden aktuell für Spiele entwickelt, in welche Tools werden verwendet, wo glauben sie, geht die Richtung, die Industrie in die nächsten Jahre. Und das war eigentlich ganz spannend heuer. Heuer haben sie einen Fokus gehabt, eben mit Hintergrund auf dem, was mit Unity passiert ist, welche Game Engines werden allgemein verwendet. Und wir sehen schon, ein Drittel verwendet Unity, ein Drittel Unreal, 14% immer noch eigene, das ist immer noch was ganz relevant ist. Die großen Studios verwenden ganz oft immer noch eigene In-House Game Engines. Und nur ein Bruchteil Godot. Wir reden über Godot nachher gleich, aber vielleicht ein bisschen ein entspannter Überblick. Und was hat sich verändert? In den letzten 12 Monaten hat ihre Firma sich überlegt, die Game Engines zu ändern? 7% haben dann schon die Game Engine, basierend auf dem, was mit Unity passiert ist, geändert, was eine sehr große Zahl ist. 28% überlegen sich es noch. Ganz viele haben auch auf Twitter und Co. gepostet, dass sie gern in Richtung Godot ist eben die Open-Source-Variante, wechseln möchten, aufgrund von diesen Unsicherheiten und aufgrund dieses Vertrauensmissbruch, der da passiert ist. Und das ist der Punkt, den ich vielleicht am Anfang erwähnt habe. Das ist der Punkt, warum ich mir jetzt sehr sicher bin, dass in den nächsten Jahren, sowohl die Game Dev Community viel mehr mit der Open Source Community auch verschmelzen wird. Also auch, ich freue mich sehr, dass ich heuer auch als Keynote eingeladen worden bin und vielleicht ein bisschen über das Thema plaudern darf. Das passiert immer, wenn man die Eigenwerbung macht. Hallo? Ich glaube, jetzt hört man mich wieder. Ja, super. Gut,
Das heißt, also ich sehe aufgrund von diesen Entwicklungen auf jeden Fall, dass die Communities viel stärker miteinander verschmelzen werden. Und wir haben eigentlich schon sehr tolle Tools in, im Bereich Open Source, im Game Development Bereich. Da würde ich auch ganz kurz, wir haben damals 2021 so einen kleinen Überblicksdokument geschrieben, damals bei der Special Interest Group Multimedia veröffentlicht, über verschiedene Open Source Möglichkeiten im Game Development Bereich. Wer hier hätte schon mal die Godot-Engine verwendet? Das sind fast so viele wie Unity. Sehr schön. Das heißt, Godot-Engine ist tatsächlich eine von den Engines, die sehr, sehr stark eigentlich schon seit Jahren entwickelt wird, aber jetzt seit letztem Jahr wirklich sehr viel Zuspruch gewonnen hat und auch sehr viel Spenden bekommen hat zu dem Zeitpunkt, wo das mit Unity passiert ist, interessanterweise. Ich habe da ein bisschen eine Auflistung, die Folien werden dann noch weitergeteilt. Das heißt, ich habe ein bisschen eine Auflistung auf diesen Folien mit kurzen Beschreibungen, die jetzt nicht direkt durchgehen werde. Aber nur um aufzuzeigen, es gibt tatsächlich sehr schöne, sehr viele Open-Source-Lösungen. LibJDX möchte ich immer extra dazu erwähnen, weil das tatsächlich auch hier, Mare Zechner ist Begriff, wird vielleicht was sagen, in Graz auch entwickelt worden ist. Twine ist zum Beispiel auch eine ganz schöne textbasierte Engine, also für Text-Based Adventures und Story-Adventures, die sehr, sehr zugänglich ist. RenPy ist ein bisschen eine Erweiterung davon. Natürlich kennen ganz viele, glaube ich, auch Blender. Jetzt frage ich ganz kurz, ja, Blender, das lächeln ganz, ganz, ganz viele. Und natürlich auch Software-Tools wie GIMP. Das heißt, ich glaube, was man sieht, es gibt eigentlich schon viel. Und was ich vielleicht als abschließendes Element von diesem Talk noch erwähnen möchte, ist ein bisschen der Gedanke von Community Building. Ich glaube, wir sind alle hier, weil wir diese Ideologie von Communities extrem schätzen gelernt haben und auch die Vorteile davon sehen. Aber einen Bereich möchte ich mitbringen, der vielleicht noch nicht ganz so bekannt und populär ist, und zwar wie wir auch Inhalte an die Welt bringen. Ich habe vorher ganz am Anfang schon erwähnt, dass es mir, glaube ich, auch wichtig ist, dass auch das Technologische, die Prozesse, das Wissen darum gut kommuniziert und gelehrt wird. Und was sind da Möglichkeiten, dass wir dieses Wissen zum Beispiel auch in die Welt bringen? Und da möchte ich jetzt einen letzten Teil vielleicht noch bringen. Und das ist eine Idee eben mit YouTube oder jetzt auch vermehrt Twitch, sind das tatsächlich sehr schöne Möglichkeiten, wie man die Game Development Ideen oder Software Ideen eigentlich an die Welt bringt. Ich frage ganz kurz zum Beispiel, wer verwendet hier Twitch? Sind schon ein paar auch. Wir sehen es zum Beispiel, Pirate Software steht aktuell überall in den Schlagzeilen, weil Pirate Software, ein ehemaliger Blizzard-Mitarbeiter, ehemaliger Entwickler bei ganz, ganz vielen Game Dev-Firmen, tatsächlich auch auf Twitch sehr, sehr viel von seinen aktuellen Entwicklungen streamt, jetzt in seinem Indie-Dev-Studio, und da einen Rekord an Viewerschaft nach dem anderen schlägt und inzwischen auch die ganzen Indie-Dev-Efforts über das eigentlich finanzieren kann. Twitch ist eine Plattform, die kennt man eigentlich aus dem Gaming-Bereich und wird aber mehr und mehr in anderen Bereichen verwendet. Während Covid ist das zum Beispiel wie ich versuche, auf Twitch, wo normalerweise andere jemanden beim Spielen zuschauen, meine Lehrveranstaltung damals abgehalten habe. Und das Schöne bei Twitch ist sehr interaktiv. Es geht sehr stark um diese Community, es geht sehr stark um die Interaktion. Und wir sehen auch, dass sehr viel mehr auf Twitch passiert. Das ist jetzt auch dieser Rise, den wir durch Covid erlebt haben. Und Twitch wird viel mehr als nur Gaming. Twitch gibt es eigene Kategorien mit Science und Technology. Twitch hat Kategorien im Bereich Accessibility, im Bereich Sport, Live-Konzerte, das ist Matt Heavey, vor allem, falls jemand aus der Metal-Szene interessiert ist. Wie gesagt, Accessibility ist auch ein ganz großes Thema, aber eben auch Software and Development. Und das würde ich gerne noch ein bisschen als Abschlussinspiration für alle hier dalassen, egal ob Game Development oder allgemein Open-Source-Community-Gedanken. Es gibt Game
Game Development Software Science Kategorien. Das ist zum Beispiel Wolfram Alpha, kennen vielleicht noch welche in diesem Raum. Das ist der CEO, der fast jeden Tag auf Twitch streamt. Live CEOing heißt das bei ihm. Und da berichtet er darüber, wie die Plattform weiterentwickeln, in welche Richtung das geht. Und gerade im Bereich Software und Game Development sehen wir mehr und mehr Interesse, wie wir gute Softwareentwicklung vermitteln können vielleicht. Und damit würde ich gerne abschließen und hoffe, habe vielleicht die ein oder anderen ein bisschen inspirieren können. Zusammenfassend, ich glaube auf jeden Fall, dass die Demokratisierung der Spieleentwicklung extrem wichtig ist und Zugänglichkeit extrem wichtig ist für die Diversität, Kreativität, Innovationen spielen und Indie Development ist ein ganz wichtiger Faktor davon. Und gerade Open Source haben wir gesehen, wird glaube ich auch extrem relativ relevant werden die nächsten Jahre und auch die Communities rundherum. Und wir werden schaffen, dass man mehr und mehr Communities auf unterschiedlichste Arten, sei es Twitch, sei es YouTube, sei es andere Varianten, wo es auch darum geht, das Wissen zu teilen, möglichst eventuell auch frei zu teilen, aber es kommt halt natürlich auch mit Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben natürlich die Schwierigkeiten, wie können wir trotzdem die Qualität sichern, wie können wir diese Oversaturation verhindern und wie können wir vielleicht auch verhindern, dass wir nicht abhängig werden von einzelnen Game Engines und eine gewisse Art von Monopol herrscht, wie wir das vielleicht schon erfahren hätten. Damit danke für die Aufmerksamkeit und das Interesse im Game Development Bereich. Wie gesagt, jetzt probiere nochmal die Eigenwerbung, weil es ist das eh schon am Ende. Aber es gibt da noch einen Stand von GameDev Graz, den man besuchen kann, wenn man weiter Interesse hat. Und wie gesagt, vielen Dank für das Interesse und danke für die Organisation der Linux Tage. Das ist so ein cooles Event. Dankeschön. Für Diskussion gibt es ein Saalmikro. Wenn jemand was fragen will, Kommentare hat, bitte Anfang aufzeigen. Da unten sehe ich. Hallo. Hi. Erst einmal danke für deinen super Vortrag. Und von meinen Fragen, was mich wirklich interessiert bei deinen Spielen rund um die Welt, was hast du dir für Japan ausgesucht? Oh, Japan. Und warum? Japan und USA waren tatsächlich die schwierigsten wegen der Größe. Und dann war tatsächlich ein neues Projekt, A Year of Playing Games from Japan. Das heißt, also so USA und Japan gibt es so viel Diversität und das war dann wirklich nochmal die Unterscheidung, da müssen wir tiefer rein. Super Frage diesbezüglich. Also ich hätte auch eine Frage. Erstmal danke für diesen super spannenden Vortrag. Ich bin das erste Mal auf den Linux-Tagen. Und ich hätte gerne die Frage, ob nicht durch solche Game Engines genau dieses Game-Developing-Wissen auch verloren geht. Mhm. Das heißt, dass man natürlich ist es super, dass man einen leichteren Zugang für Einsteiger und Anfänger oder auch Amateure gewährt, aber ist es nicht das, dass man da einfach sehr viel Wissen verliert und sehr viel auch vereinfacht? Ja, das sehe ich eben ähnlich. Also wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass man beides hat. Wir müssen ja auf der einen Seite, ist es voll schön, wenn ich dann eben einem Archäologenteam beibringen kann, wie sie das als für digitale Museen verwenden. Aber das ist eben dieses Urproblem, warum ich so viele von den Spielen gar nicht mehr spielen habe können oder so viele Probleme unterwegs gefunden habe, weil man gesehen hat, dass das technische Grundverständnis gefehlt hat. Und das würde ich, ich habe einen gewissen Bias, ich bin Informatikprofessor, da. Ich würde voll gern, dass die Informatik-Basics bei allen richtig, richtig gut sitzen. Aber das ist, glaube ich, dass wir auch schön vermitteln können. Es gibt Platz für beides. Es gibt, wie gesagt, viele von diesen Engines sind sehr, sehr stabil entwickelt, dass ich Grundtechnologien oder Grunderfahrungen auch so schön entwickeln kann. Aber ich sehe das auf jeden Fall so. Und das sieht man, also für alle, die schon vielleicht ein bisschen größere Spiele mal entwickelt haben, man stößt irgendwann auch schnell an Grenzen. Und wenn man dann nicht weiß, wie vielleicht diese Underlying Technology, das Grundgerüst dahinter funktioniert, dann stößt man an Grenzen. Und man sieht das halt auch, und das finde ich ein bisschen schade, man sieht das ja auch bei den Spielen per se.
Das heißt, die Spiele werden weniger performant. Man merkt, wenn da irgendwie irgendwas schneller mal umgesetzt worden ist, sie werden immer größer. Also es wird so wenig optimiert. Also das sind schon Sachen, wo ich glaube, dass man einen starken Fokus drauf setzen sollte in der Game Dev Education. Ich habe noch eine Frage zum Thema Anti-Cheat in Open Source, zumindest bei Multiplayer-Games. Gibt es da irgendwas, irgendwelche Tendenzen? Anti-Cheat in Open Source, also Anti-Cheat ist tatsächlich ein ganz großes Thema. Was es da im Open Source-Bereich gibt, weiß ich jetzt nicht genau. Es gibt sehr, sehr viele Tools, gerade um Valve herum gibt es einige Tools, die da entwickelt worden sind. Ich müsste jetzt irgendwas erfinden, wenn ich wüsste, ob das welche Open-Source-Varianten es gibt. Aber können wir vermutlich in der Pause reden. Ich hab irgendwo Slides dazu. Weitere Fragen, Wünsche, Anregungen? Okay, wenn nicht, Johanna ist, glaube ich, noch einige Zeit hier. Danke für den Vortrag. Der nächste beginnt um 10 Uhr im Saal hier. Und in den anderen beiden Sälen auch Parallelprogramm jetzt. Achtung, aufs Programm schauen. Danke.